Ja, Aufstellen von Tangentengleichungen. Nicht ganz so beliebt, aber vom Ablauf her eigentlich auch relativ simpel. In meinem Beispiel jetzt Tangentengleichung an der Stelle x gleich 1. Die Funktionsgleichung, die im Text gegeben ist, x hoch 3 plus 2x. Völlig egal, welche Funktionsgleichung gegeben ist. Es ist immer derselbe Ablauf, immer das gleiche Prinzip. Die Grundvokabel ist y gleich m mal x plus b. Eine lineare Funktion. Denn eine Tangentengleichung ist nichts anderes als eine lineare Funktion. Allerdings mit m ist zu finden in f' von x. Wir brauchen die Steigung in einem Punkt. Warum nicht y2 minus y1 durch x2 minus x1? Ich habe ein kleines Schaubild gemacht, passt nicht ganz auf die Funktionsgleichung, geht aber nur ums Prinzip. F von x ist gegeben und wir sollen eine Tangentengleichung aufstellen. Eine Tangentengleichung berührt nur in einem einzigen Punkt. Deshalb brauchen wir auch die Steigung in einem Punkt. Deshalb f' von x für die Steigung. Lineare Funktion, Tangentengleichung, deshalb die Grundvokabel y gleich m mal x plus b. Was haben wir gegeben? Den x-Wert. Was machen wir mit dem x-Wert zuerst? Wir setzen ihn in f ein und bekommen dann einen y-Wert raus. Wir machen die erste Ableitung. 3x² plus 2. Ableitungsregeln sind ja geklärt. Dann nehmen wir den gegebenen x-Wert und setzen ihn auch in f' ein. Dort bekommen wir die Steigung raus, die wir benötigen. Wir haben jetzt m, y und x. Was können wir machen bei der gegebenen Grundvokabel? Wir setzen einfach die 3 für y ein, die 1 für den x-Wert und den herausgefundenen m-Wert 5 logischerweise für m. Was können wir jetzt machen? 5 mal 1 ist 5, 3 gleich 5 plus b, minus 5 rüber, b ist minus 2. Wir haben nun das, was wir brauchen, nämlich m und b und geben diese beiden in der gesuchten Form an. Y gleich m ist 5 mal x minus 2 ist der herausgefundene b-Wert. In der Gleichung, die wir angeben sollen, immer x und y allgemein lassen. Das haben wir vorher nur eingesetzt, um überhaupt an b zu kommen. Die Gleichung, wie gesagt, die wir angeben sollen, y gleich m 5 herausgefunden mal x minus 2 b herausgefunden. Immer der gleiche Ablauf.